Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Und wie Sie sehen, sind wir nicht allein, sondern haben wir zwei Damen dann auch eingeladen heute in die Show, in die Sendung. Ich freue mich sehr, Ilka Kraske und Tichina begrüßen zu können heute Abend. Ilka ist eben Dozentin an der Hochschule für Musik. Ich rate mal für Piano, nicht wahr? Richtig. Und Tichina ist einfach Multitalent, Semper-Sängerin, Sängerin, tolle Stimme, haben wir vorhin bei der Probe dann auch gehört. Lassen Sie sich auf jeden Fall dann überraschen. Aber mich würde interessieren, wie diese Mischungen zusammengekommen sind. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wir haben uns letztes Jahr im Sommer getroffen und zwar im Kraftwerksgelände. Kraftwerk, Kulturkraftwerk, Kraftwerk Mitte. Guter Platz. Guter Platz. Und da gibt es ja ein tolles Café. Und ich hatte gerade, glaube ich, Soundcheck mit der Olivia Delauré haben wir aufgebaut für einen Liederabend. Da gab es nämlich Open-Air-Konzerte im T1 dort in diesem Bistro. Und die Tichina war da, um einen Kaffee zu trinken. Und es ist sonst nicht meine Art, aber ich habe sie einfach angesprochen. Ich habe gedacht, du singst bestimmt Jazz. Super, super. Und was wir eben gehört haben, klang so vielversprechend, dass wir uns freuen, dass du sie damals angesprochen hast. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung deinen Lebenslauf gelesen. Das ist ja wahnsinnig beeindruckend. Eigentlich alle großen deutschen Opernhäuser, aber auch die Met und Arena di Verona, alles, was man sich so wünscht, wo man mal gewesen sein möchte, da hast du schon gesungen. Was singt ihr heute Abend für uns? Heute singen wir Jazz, keine ganz großen Oper. Das passt aber toll. Das tut auch Herrn Semper ganz gut, ein bisschen Jazz von euch. Ja. Habe ich auch in der Semper-Oper gemacht. Wir fangen an mit When I Fall in Love. Und dann gehen wir weiter ins Nature Boy und dann wir boppen ein bisschen mit Fly Ride und zum Schluss The Look of Love. Yeah. Toll. Toll. Viel Spaß mit Tichina und Ilka. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. I can feel that
very strange enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea, a little shy, but sad of eye, and very wise was he. And then one day, one summer day, he came my way, and though we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Jetzt könnt ihr tanzen. Zu Hause auch. Wieso nicht, ne? A buzzard took a monkey for a ride in the air. Monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack, straighten up and fly right, straighten up and stay right, straighten up and fly right, cool down, Papa, don't you blow your top, ain't no use in diving,
what's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer tore the monkey, watch choking me. Release your hold and I will set you free. Monkey looked the buzzer right dead in the eye. Said your story so touching, but it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. But it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Oh no, you know I love you so. Das war sie, die dritte Folge von Streamed. Wir verabschieden uns hier aus dem Innenhof, aus dem wunderbaren Ambiente des Japanischen Palais in Dresden. Eigentlich sollte die ganze Veranstaltung hier stattfinden. Die Witterung hat es nicht zugelassen, aber wir wollten Ihnen und euch diese wunderbaren Bilder nicht vorenthalten. Man sieht jetzt nochmal, wie schön hier alles illuminiert ist. Man spürt aber auch den kalten Wind. Nichtsdestotrotz, die heiße Musik, die wir eben gehört haben, hat es uns warm gemacht. Die vielen interessanten Interviewpartner, die vielen Clips. Ja, und Mathieu, was sagst du noch dazu? Ja, das war eben die dritte Sendung und wenn Sie die vierte haben wollen, meine Damen und Herren, dann denken Sie an das Crowdfunding und ich freue mich, dass wir uns so kennengelernt haben, Peter. Es war sehr schön mit dir. Sehr viel Spaß gemacht. Spontan, spannend. Auf jeden Fall und bis bald. Bleiben Sie gesund, alles Gute. Alles Gute, tschüss.